Einen wunderschönen guten Moin und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Factorio. Bevor wir starten, erstmal vielen Dank für den Sub, Jan und Triggerfinger. Vielen Dank für den Support. Was haben wir denn hier? Jan ist schon 7 Monate dabei. Vielen Dank dafür. Und Triggerfinger bei 22 Monaten. Schon vielen Dank für den Support. Echt krass. Wahnsinn. Ja, ansonsten moin Kenny, moin Pete und natürlich auch herzlich willkommen an alle anderen, die so nach und nach zuschalten. Wir haben heute eventuell die Möglichkeit, dieses Modpack zu beenden. Aber nur, wenn wir uns gut anstellen. Und das ist immer zweitrangig, ne? Werden wir sehen. Ja, ich habe in der Zwischenzeit an sich nicht viel gemacht. Und warte mal, doch eine Kleinigkeit habe ich gemacht. Und zwar ist die Sache ein bisschen angenehmer geworden, weil ich habe mir mal hier so ein Lebenserhaltungsding gebaut mit 400% Effizienz. Wir brauchen nur noch ein Stack von diesen komischen Dingern, sind aber trotzdem knapp 7 Stunden damit autark unterwegs. Ansonsten ist aber nichts passiert. 2 Monate bis zum Stream, B-Day. Achso, Baby. Achso, lol, ja. Ja, stimmt. True. Nice. Ja, die Zeit rennt, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, was habe ich getan? Nicht viel. Also ich bin natürlich noch ein paar Mal mit unserem Nexus-Schiff hin und her geflogen und habe natürlich die entsprechenden Forschungskarten noch hergestellt. Weil, also man muss da schon einiges zusammenkratzen, damit man die besseren Forschungen tatsächlich machen kann. Übrigens, die Arcus-Fernanlage läuft immer noch. Ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Konstrukt gebaut. Wie gesagt, ist auch auf der Blueprint-Sammlung oder auf der Website mit drinne. Daher kann man sich das ruhig snacken und testen. Wichtig ist allerdings hierbei, ich erzähle das nochmal am Rande, da sind so 150 bis 200 Arcus-Sphären drinne und man muss halt gucken, je nachdem wie viele man hat oder wie viele Maschinen da irgendwelche Sachen rausklauen, kann es natürlich sein, dass man in seinem speziellen Setup mit dem Offset hier noch ein bisschen rumspielen muss, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ansonsten läuft die Anlage wunderbar. Moin Stylehack, willkommen. Ja, heute ist eigentlich das Ziel, dieses Schiff ein bisschen so umzubauen, dass wir damit eventuell das Spiel gewinnen können. Ob das in der Form hier funktioniert, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Ich würde es aber mal testen wollen vielleicht. Ja, wie man sieht, ich habe im Vergleich zum letzten Mal schon ein paar Antriebe dazugebaut, weil ich ein bisschen oder, ja sagen wir, relativ oft zwischen unserem Narquium-Außenposten und hier hin und her gependelt bin, weil ich eben die Karten gebraucht habe. Und wir haben jetzt auch theoretisch noch eine ganze Menge Platz, die wir hier nutzen können, weil ich habe noch ein bisschen weiter geforscht. Also wir haben einen Hull Stress von 4000, den wir erreichen können. Und um ehrlich zu sein, hier muss eigentlich gar nicht mehr so viel dazu. Wir brauchen vorne vielleicht so eine Doppelreihe Lasertürme, mehr Schilde. Dann brauchen wir natürlich hinten dran mehr Antriebe. Das ist eigentlich so die Kernaufgabe, die wir haben heute. Ob das Ganze hier in diesem Format bleibt, wie gesagt, weiß ich nicht. Müssen wir mal testen. Und ich hätte auch die Idee, dass wir eventuell den Antrieb tatsächlich einfach stumpf copy-pasten und einfach im Abstand hier unten nochmal dran bauen. Natürlich mit so viel Abstand, dass die Antriebe hier nicht ihre Effizienz verlieren. Und das ist ein bisschen tricky. Ja, müssen wir schauen. Des Weiteren müssten hier auch noch ein paar mehr Tanks rein, weil die beiden, also das geht wunderbar bis zum Narquium-Outpost und wieder zurück. Aber viel weiter geht nicht. Na, also da ist irgendwann Ende. Und es ist relativ knapp bemessen, was die Tanks hier angeht. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen aufstocken. Ich denke mal, so 4 oder 6 Tanks oder so sollten aber dann reichen. Müssen wir schauen. Ja, die Kiste hat jetzt momentan generell so eine Gesamt- oder Maximalgeschwindigkeit von, warte mal, ach, steht gar nicht mehr drin. Ich meine, 144 waren es oder 145 oder so. Ach genau, und das Problem mit der Strömungslinie müssen wir auch noch lösen. Aber das machen wir jetzt im Rahmen vom Umbau oder vom Ausbau, wie man es immer nennen möchte. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Hier brauchen wir eh kein Material. Dementsprechend gehen wir mal direkt hoch. Ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wie gesagt, also wenn wir uns nicht blöd anstellen, dann hätten wir heute das Ende quasi. Mal sehen. Aber ich will das nicht jinxen. Ach, habe ich schon getan. Ne? Naja, ist egal. So, ich nehme nochmal 4 von diesen Tanks hier mit. Des Weiteren brauchen wir noch weitere Antriebe. Ich nehme mal so 10 nochmal mit vielleicht. Schilde auf jeden Fall. Dort nehmen wir alles. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Lasertürme. Brauchen wir, ach ja, Fußboden natürlich, ne, ist klar. Da nehmen wir ein bisschen was von mit. Ja, 2000 ist okay. Ja, das sollte eigentlich erstmal reichen. Vielleicht noch ein paar Mauern, ja, komm, das können wir auch machen. Da werden wir aber nicht allzu viele von brauchen. Ja, jetzt mal davon abgesehen, ob wir das schaffen oder nicht heute, wir werden definitiv ein paar Versuche brauchen, bevor das so einigermaßen vernünftig läuft. Ja, weil 250 Sachen
das kann schon haarig werden, da die Asteroiden alle loszuwerden, ne? Das ist, glaube ich, klar. Oh, Schiff ist im Weg, wie immer. Gut, aber wie gesagt, wir probieren Dinge. Ach so, ich habe dieses Undock-Ding hier mal noobsicher gebaut. Egal, wo wir es hinsetzen, irgendwo kriegt er schon eine Verbindung. Das passt schon. Denn ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Absicht, da noch einen Anker mit reinzubauen, weil, ja, brauchen wir eh nicht. Genau, was auf jeden Fall erstmal wegkommt, ist dieser ganze vordere Part hier. Einmal komplett. Den werden wir komplett einmal umbauen, sodass die Schilde vernünftig angeordnet sind, dass wir genügend Lasertürme haben und so weiter und so fort. Da muss nämlich einiges rein. Ne? Auch hier die Schilde können weg. Ja, wir machen auch mal den Kram hier weg. Was mit euch? Verwirrte Bots, wie immer. Warte mal. Die gehören dazu, genau. Hatte ich hier nicht schon mal Reparaturkits reingeschmissen? Nee, ach, ist egal. Wäre vielleicht eine Sache, die wir machen sollten, wenn wir diverse Geschwindigkeiten erreichen. Das wäre eventuell nicht schlecht. So, ich hoffe, ich habe nirgendwo zu viel abgerissen. Wenn ja, dann werden wir das irgendwann merken. Und für die Übersicht würde ich jetzt erstmal alle Löcher, die hier drin sind, auffüllen, weil ich nicht sicher bin, ob wir das überhaupt so beibehalten. Na, mal gucken. Genau, des Weiteren, von mir aus kann das da bleiben. Genau, und jetzt hängen wir da, glaube ich, erstmal einen ordentlichen Klumpen oben mit dran. Das ist nicht ganz symmetrisch hier, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, genau, das machen wir so. Wie gesagt, wir brauchen hier etwas mehr. Warte mal. Also etwas mehr Platz. Es wäre vielleicht schlau, wenn wir von den Außenseiten anfangen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das Tor kommt da eh weg. Genau, wir machen eins. Ja, wobei, wir haben gesagt, wir wollen die nicht so weit nach außen bauen, weil wir ansonsten wieder Probleme kriegen, dass die Schilde. Ja, unnütz da irgendwie irgendwelche Meteoriten abfangen. Dann machen wir das mal so, ja. Ich denke, das ist ein Plan. Im Grunde wäre das auch nicht schlecht, wenn wir das vielleicht tatsächlich so heftig überlappend machen, dass da eigentlich gar nichts schief gehen kann. Ich meine natürlich, wie viel Energie fressen die Teile? Das ist nicht so viel, oder? Ach. Das ist ja ein Witz. Aber ich meine, wenn die sich aufladen, fressen die, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ist egal, komm. Genau, das wäre die Idee. Also hier wäre wirklich so der äußerste Punkt. Ob wir das hier so lassen, wage ich zu bezweifeln. Aber ich würde vielleicht erstmal hier noch ein bisschen was auffüllen. Wir müssen halt mal gucken. Also die Strömungslinie würde ich schon gerne irgendwie hinbekommen. Die weiß ich noch nicht, wie immer. Und vielleicht kriegen wir das ja sogar noch einigermaßen symmetrisch hin. Das wäre auch cool. Ja, yeah, möglich. So, dann ist jetzt die Frage wegen Lasertürme und so, ne? Bei dem hier ist es kein Problem, ne? Da ist Platz ohne Ende. Brauchen wir ja auch nicht an jeder Ecke, ne? Also es reicht ja auch, wenn wir das dann hier haben. Ja, wobei, also ganz ehrlich, da können wir den Fußboden ruhig noch für dazu bauen. Achso, wir brauchen eh zwei Blöcke dafür, weil er ja noch die Mauer mit dazu muss, ne? Klar. Genau, und dann geht's eigentlich. Warte. Nee, der passt. Genau, okay. Dann müssen wir jetzt hier noch welche ranbauen. Warte, ich mach das gleich auf der anderen Seite auch, sonst verpeile ich das wieder. Genau, und das wäre dann der hier im Prinzip, ne? Ja. Wir müssen dann eh mal schauen, ob wir eventuell vielleicht im Seitenbereich auch noch Schilde mit einbauen. Aber an sich haben wir hier Türme. Und es ist echt nur sehr selten der Fall, dass hier wirklich mal so ein Asteroid so eine Querbewegung hat, dass der wirklich zum Problem wird, ne? Ich denke, das lassen wir erstmal, ja. Ups. Genau, dann machen wir das hier so. Da brauchen wir wieder einen Block mehr für die Mauer dann. Genau, und da gehen wir dann auf die Höhe. Eventuell haben wir damit sogar schon das ja, Strömungslinienproblem behoben, mehr oder weniger. Ne? Mal gucken.
Werden wir dann sehen. Was wir dann hier noch machen können, ist ein Loch. Damit wir eben diesen einen, oder diesen Platz, den wir jetzt quasi ausgeben, ja, dass wir den wieder einsparen. Wäre unter Umständen auch eine Maßnahme. Und um ehrlich zu sein, ich fülle das hier mal eben auf, das ist eh relativ egal. Gerade weil wir sowieso copy-pasten. Genau, das müsste der hier dann sein. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Wobei eigentlich... Oh, warte. Ja gut, warte. Wir können die generell drehen, die Dinger. Dass wir zwei haben, die nach vorne zeigen. Aber das ist ehrlich gesagt nicht so geil. Ja, eigentlich geht's. Aber ich hätte gerade im vorderen Bereich, hätte ich hier schon einen doppelten. Also wir haben hier ja teilweise sogar dreifach in dem Fall. Aber hier haben wir dann jetzt nur einfach und hier doppelt. Oder wir drehen sie alle. Wobei, ach, sind ja auch relativ egal. Warte, pass auf. Erstmal gucken wir, dass wir die Türme hier reinkriegen. Oder wir schieben es halt komplett zusammen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Dass wir die hier einen Block nach innen schieben und dass wir diese Geschichte hier einen Block nach innen schieben. Dann haben wir nur diesen kleinen Spalt quasi. Ja, wir haben ein schlechtes Schiffformat, um ehrlich zu sein, ne? Aber ist egal. Kann ich mitleben. Ah, das ist dieser Part, ne? Und hier haben wir es relativ gut. Ja, mal sehen. Müssen wir nachher testen. Jo. Genau, gut wäre, wenn hier vielleicht wieder so ein Tor reinkommt. Ne, da vier, genau. Wir müssen uns da eh einigermaßen entspannt erstmal rantasten, wie das nachher wirklich funktioniert alles hier. Upsi, warte, das war nicht gut. Ich meine, im Endeffekt schadet das aber auch nicht, wenn wir da eine doppelte Mauer hinbauen, oder? Das können wir nachher bei Bedarf auch noch machen. Ups. So, da fehlt noch ein bisschen Fußboden. Ja, ich mach das mit der Ecke hier auch mal. So, das heißt, wir haben jetzt da nichts über, wir haben hier was über. Oh, ach so, ja, deswegen. Upsi. So, was sagt er jetzt eigentlich hier? Guck mal, wir sind immer noch massig Platz tatsächlich. Aber Strömungslinie ist schlechter geworden. Aber ich denke, dass wir vielleicht aufgrund des, ja, mehr vorhandenen Platzes vielleicht ein paar einfachere Dinge machen können, um das zu fixen. Wir machen jetzt erstmal nur die Seiten und den Frontbereich machen wir gleich. Oh, da ist doch ein Ding über, ne? Ja, okay. Moin Wolfi, willkommen. Hier vorne müssen wir auf jeden Fall noch was tun gleich, aber ich will mal eben gucken, was das hier bringt. Ach so. Ja, okay, dann lassen wir das so. Dann ist es okay. Mal blöde Frage, wenn wir... Ist eigentlich gar nicht so blöd, ne? Vielleicht hier noch, weil er der Typ ist, der Letzte an der Ecke ist. Dann wird das mit dem Loch aber nichts mehr. Egal. Komm, dann haben wir wenigstens die Mitte hier einigermaßen safe. Gut. Und das dazu, ich glaube, wir brauchen hier auch kein Loch mehr reinbauen, ehrlich gesagt, weil wir haben noch relativ viel über. Wie viel haben wir jetzt noch? Ja, gut, hat sich nichts... Ach ja, stimmt, das sind ja eh nur die Schildgeneratoren, stimmt. Nee, dann passt das ja. Man könnte jetzt bei Bedarf, oder wenn man Bock hat, da noch Mauern mit reinsetzen. Ja.
oder man lässt es halt sein, je nachdem. Was ich aber trotzdem machen wollen würde, wäre hier vorne eine doppelte Mauerreihe. Moin Steffen, willkommen. Wahrscheinlich ist danach die Strömungslinie wieder im Eimer. Ich sehe gerade dummerweise nur nicht. Ah, das sah ganz okay aus, glaube ich. Ja, könnte klappen. Ach so. Geht das noch? Oder passt das noch hier? Sieh, den wollte ich drücken, genau. Ja, immer noch 100. Okay, wunderbar. Ja, dann sind wir mit dem vorderen Bereich erstmal fertig. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen fetteren Antriebsklumpen und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar weitere Tanks, weil die beiden hier werden nicht mehr reichen. Ich habe mir das so gedacht, wir nehmen diese beiden hier raus. So, die Verbindung hätten wir da lassen können, das ist eigentlich egal, genau. Genau, wir nehmen auch die beiden an der Seite raus, weil da werden Geschütztürme reinkommen. Und dann brauchen wir einen Blueprint. Mit Kacheln. Weil der ganze Klump hier nochmal hinkommt. Ich weiß nur nicht, in welchem Abstand. Das müssen wir rausfinden. Aber ich mache das mal so, zum Testen. Ich hab doch noch Mauern, was ist denn los? Achso, das sind... Ah, warte, warte. Nee, die brauchen wir da nicht. Ja, die eventuell. Genau, natürlich müssen wir den Quatsch noch einigermaßen verbinden. Ja, am besten symmetrisch. Und das Rohr muss ja auch noch hier runter. Achso. Wir können auch hier unten noch zwei Tanks hinbauen. Das wäre auch gar nicht so blöd. Ja, warum denn nicht? Ich meine, hier ist ja sowieso Platz, ne? Oh, das ist super nervig, ne, mit dem Fußboden da. Aber egal. Genau, dann connecten wir das hier. Ja. Dann nehmen wir einfach Undergroundies. Ja, ich würde, wie gesagt, zumindest ein paar Türme mit reinstellen. Warte. Da können wir doch bestimmt wieder Platz einsparen. Aber wir machen hier eine Doppelreihe, weil wir da relativ weit ab vom Schuss sind. Genau, dann machen wir das so. Das canceln wir, genau. Und den gleichen Spaß machen wir dann auf der anderen Seite auch nochmal. Upsi. Genau, das sollte reichen. Ja. Jo, und hier machen wir das genauso. Mal gespannt, ob wir da mit der Integrität noch hinkommen. Warte, das hier machen wir so. Den Kram hier oben lassen wir dann weg einfach. Und vor allem bin ich gespannt, ob der Abstand ausreicht. Wenn, also ich gehe mal davon aus, dass wir den Kram vielleicht nochmal ein bisschen verschieben müssen. Aber das sehen wir dann gleich, wenn wir es testen. So. Ach ja, genau. Hier drüben die Türme noch. Genau. Dann wollen wir das ganze Ding natürlich auch einigermaßen zubauen. Achso, da muss noch einer mehr hin, genau. Dann machen wir das quasi mit so einer Schräge einfach. Na gut, wenn man das bei Factorio schräg nennen kann, das ist immer so die andere Sache, ne? Genau. Hier würde es sich sogar noch anbieten, vielleicht ein Tor mit einzubauen oder so. Genau, das sollte hier abgeschlossen sein, weil hier die Triebwerke, die schließen ja quasi auch den Bereich ab. Und genau, was machen wir hier? Wir nehmen den Fußboden raus, soweit wie es geht.
Und schmeißen dann nochmal eben ein Stück Mauer mit dazu, genau. Wobei, Tore brauchen wir nicht zwingend. Es ist halt sehr schwierig, sich hier in diesem Ding fortzubewegen, aber das ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. So, reicht das überhaupt von der Integrität? Oh. Achso, jetzt. Ja, aber wir haben noch Luft nach oben tatsächlich. Ja, in dem Fall würde ich sagen, wir testen das mal, oder? Speicher mal eben. Und wir fliegen, ja, Sands of Time, so wie immer halt, ne? Da sind wir wenigstens einigermaßen auf einer, ich sag mal, vielbefahrenen Route. Ja, okay. Dann wissen wir schon mal, ne? Das Ding muss noch ein bisschen weiter runter. Aber ist nicht so wild. Wir können aber generell erstmal gucken, was hier überhaupt Phase ist, ne? Jetzt haben wir zumindest die Geschwindigkeit von der alten Konfiguration schon mal erreicht. Also viel mehr geht da nicht, aber das ist halt, weil die hier scuffed sind und die äußeren Triebwerke fehlen hier sowieso. Aber er kommt noch ein bisschen. Wir fehlen nur noch 100. Ja. Was sagt der Energiebedarf hier? Easy going, ne? Gut, weil der Nexus halt nicht voll arbeitet, das ist klar. Aber Lasertürme ist ein Witz eigentlich und der Rest ist auch ein Witz. Ja, das passt schon. Also interessanter wäre die ganze Geschichte natürlich in einem dichten Asteroidenfeld. Aber das lohnt sich noch nicht, dahin zu fliegen, weil wir noch so weit entfernt vom eigentlichen Ziel sind, dass wir jetzt erstmal wieder zurückfliegen. Und die Sache mit dem Antrieb fixen. Aber es fliegt auf jeden Fall schon mal. Wie gesagt, Abstand müssen wir vergrößern. Ja, stimmt, wir können das ja auch unten andocken. Puh. Ja, perfekt. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Ja, die sind immer noch leicht am Überlappen hier. Aber das, keine Ahnung, das nehme ich in Kauf, ganz ehrlich, das ist egal. Ja. Ich meine, klar, im Endeffekt hätte man noch alle stumpf nach vorne ausrichten können, aber ich denke, so kann man das auch machen. Dann haben wir immer so ein Dreiergespann maximal auf der Ecke hier vorne, ne? Das ist okay, ja. Ich schmeiß den trotzdem mal eben hier hin. Weil wir das untere Ding ja erstmal verschieben wollen. Ach ja, man kommt bei den Triebwerken ja auch raus. True. Gut, also. Das kann weg. Wir brauchen das hier. Genau, nehmen wir das bis zu den Rohren mit. Mit Kacheln. Jo. Und dann schmeißen wir das weg bis zu den Rohren. Das machen die auch mit. Aber die wissen, ich wollte gerade sagen, die wissen doch gar nicht, wohin damit, die Idioten. Ah, warte. Ach so. Na toll. Spinner, ey. So. So, haben die jetzt alles hier, oder was? Ja, scheint so. Jo, Technik immer. Vielen Dank für den Sub. Jo, 3 Jahre voll gemacht. Krass, ey. 36 Monate durchgesubbt. Vielen Dank für den Support. Krass. Vor allem für die lange Zeit. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Hätte die Kiste da lassen sollen, verdammt.
das können wir da lassen. Wir setzen da einfach ein paar Blöcke dran und dann testen wir das nochmal. Wenn das zu lang wird, dann machen wir was anderes. Ich will das mal testen, weil ich will ehrlich gesagt mal gucken, ob wir das vielleicht vermeiden können, in die Breite zu bauen. Oder sagen wir viel in die Breite zu bauen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Hoppala. Genau, dann setzen wir den ganzen Klumpen da nämlich wieder rein. Die Rohrverbindung müssen wir neu machen. Und wir haben natürlich eine ganze Menge Stuff weggeschmissen, aber ist egal. War so klar, ne? Aber das ist nicht schlimm. Pass auf, wir nehmen einfach die beiden hier noch mit. Genau, und setzen die unteren auf Max Range. Genau, dann passt das auch wieder. Ja, wie gesagt, wir haben gerade zwei Tanks von dem Zeug hier weggeschmissen. Aber hey, was soll's. Für 2 und 3, nee, als Affiliate kannst du, glaube ich, nur bis zu einem Jahr maximal. Da kann ich leider nicht mehr machen. So, genau. Mal eben gucken, was das hier gebracht hat, wenn überhaupt. Bei 78 waren wir eben. Ja, das ist schon knapp. Naja, eigentlich nicht. Ich hab nicht geguckt, warte. 82. Ja, wird schon relativ lang dann die Geschichte, ne? Weiß ich nicht, ob das der Pick ist. Ich glaube nicht. Nee. Dann machen wir das anders. Beziehungsweise dann müssen wir das anders machen. Ja, nee, wie gesagt, wir müssen noch weiter runter. Ja, also wir können natürlich auch in die Breite bauen und dann hier nochmal eine Geschützturmreihe rüberbauen. Das geht auch. Ja, sag ich ja gerade, Jan, genau richtig, dass man das in die Breite baut. Ich wollte das halt so mal testen, aber ich habe nicht gedacht, dass der Abstand dann doch so groß sein muss. Aber ja, klar, ergibt irgendwie Sinn, genau. Ja. Nee, dann machen wir das. Ja. Latency. Die ist ungefähr bei 4 Sekunden. Ja, kommt hin. Ach so, weil... Ja, warte. Wo hast du mal die 18 her? Wow. So, pass auf. Das kommt wieder weg hier. Ja, allein dieser Part hier, der nimmt unheimlich viel... Ja, Möglichkeiten weg, sage ich jetzt mal, ne? Trotzdem... Ja, wir können das hier auf jeden Fall noch ein bisschen kürzen. Ach so, ja gut, das kann natürlich sein. Ich habe ihn, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr ausgehabt, diesen Low-Latency-Kram. Ja, stimmt. Ja, das kommt halt auf die Region an, ne? Das ist das Problem. Na, warte. Diese Schweine.
Eventuell werden wir nochmal Tanks wieder dazu bauen, aber das sehen wir später. Ja, ist jetzt mal egal. Genau, des Weiteren kommt das Ding erstmal weg hier. Genau, in dem Bereich hier brauchen wir ja nichts. Ne? Und ab hier müssten wir wieder Schilde und Türme quasi mit reinbauen. Da würde ich glatt sogar anfangen. Hier nochmal den ganzen Quatsch ein bisschen zu verlängern. 1,2 Sekunden. Ja, kann sein. Also ich habe alle möglichen hier Puffer und so habe ich aus, ehrlich gesagt. Also auf meiner Seite halt. Also was man halt machen kann, je nachdem. Genau, hier müssen wir nachher auch wieder auf die Strömungslinie achten. Da müssen wir dann nachher mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen oder am schlechtesten, je nachdem, in meinem Fall. Ja, das ist voll nervig mit diesem Fußboden. Naja, gut. Warte, geht das? Nee. Upsi, das war das falsche Ding. Nee. Warte mal, die Schilde sind eh ein bisschen fetter, ne? Ja, da müssen wir gucken. Wir können aber auch. Warte, ich hab Idee. Alter, es nervt so ab, ey. Dieser räudige Fußboden. So, genau. Wir können nämlich tatsächlich hier was hinstellen. Aber wir brauchen halt auch noch Türme, ne? Vielleicht können wir das Ding auch einen Block noch weiter raussetzen, eventuell. Weil wir müssen da eh noch weiter da links bauen, das glaube ich klar. Und ja, hier müssen eh Türme mit hin. Eigentlich auch noch mehr. Und vielleicht kriegen wir das damit sogar so hin, dass die Strömungslinie hier wieder einigermaßen passt. Müssen wir schauen, mal gucken. Okay, so wahrscheinlich nicht. Das ist eher so Ziegelsteinformat. Ja, da fehlt was. So. Dann blueprinten wir das. Reicht ja, wenn wir bis da gehen. Also sollte eigentlich. Mit Kacheln. Jo. Das hier kann weg. Och nö. Ja, warte. Er hat sich nur wegen dem Antimaterie-Triebwerk beschwert, ne? Das ist ja kein Problem. Aha, okay. Genau, dieses Rohrstück hier muss weg. Ach so. Und jetzt ist die Frage. Das hier müsste eigentlich das Ding sein, oder? I don't know, werden wir gleich sehen. Weil wir haben ja gesagt, wir machen das hier dann gerade. Achso, unten fehlt auch noch was, ne? Ne, verkackt. Och nö. Ich lasse die Kiste einfach stehen jetzt. Pass auf, wir nehmen einfach hier oben so eine kleine Ecke reicht mit rein, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Genau. Kacheln ohne diese hier. Jo. So, genau.
Würde ich vielleicht erstmal testen tatsächlich. Mal gucken, wie der Laden sich einigermaßen jetzt verhält. Ja. Und wir haben damit einiges gespart, aber uns fehlt natürlich jetzt wieder, ja, so ein paar Triebwerke fehlen halt, sagen wir das so. Aber wie gesagt, die anderen haben ja eh nicht mit maximaler Effizienz gearbeitet. Daher kann das eventuell sogar sein, dass wir jetzt sogar ein besseres Ergebnis haben. Na, mal gucken. Genau, die sind alle bei 100. So soll das sein. Ich meine, klar reicht das auch nicht, ne? Logisch. Ich will nur mal gucken, was hier geht. Genau, und da wir hier eh noch in die Breite bauen müssen, werden wir nachher auch hier wieder überlappende Schilde haben. Daher passt das, glaube ich, dann, ja. Da gehen wir einfach stumpf in die Breite, immer so einen Block nach unten dann. Und dann sollte das gehen. Ach so, genau hier, das wollte ich gucken, richtig. Das liegt hier dran. Na, das machen wir gleich. Gut, dann geht's zurück. Fehlen immer noch, nur noch 100. Wahnsinn. Moin, hallo und willkommen. So. Wir lassen die Betankung jetzt erstmal weg. Ich lasse da mal ein bisschen Abstand, dann können wir wenigstens einigermaßen vernünftig bauen. Genau, zum einen ist das Problem, dass wir hier so eine fette, hässliche Kante haben. Das ändern wir eben. Wegen der Strömungslinie. Herr Ocknotz, vielen Dank für den Follow, vielen Dank für den Support und herzlich willkommen. So, und das gleiche machen wir hier drüben natürlich auch. Upsi. Da soll er hin, genau. Ja, und wie schon angekündigt, ne, wir brauchen natürlich hier noch ein paar Triebwerke mehr. Wie viele habe ich noch dabei? 8 Stück? Ja, pass auf, dann würde ich sagen, wir bauen auf jede Seite noch 4. Bietet sich, glaube ich, an. Ist das die Triebwerksbreite? Weiß ich nicht. Nee. Das hier, genau. Genau, und hier müssen wir jetzt schauen. Ich würde vielleicht. Genau, bei jedem Rohrabstand würde ich vielleicht das Schild einen Block nach hinten setzen. Und immer an die linke Kante orientiert. Und dann müssen wir davor die Türme noch machen und Co. Ich denke, das passt. Ob das dann nachher. Oh, nachher reicht, werden wir sehen. So, genau, mal Material holen. Warte, warte, warte. Ach so, genau. Schilde wollte ich holen. Richtig. 10 Stück. Nach außen drin. Da müssen wir mal gucken. Das hängt davon ab, wie weit er nach außen überlappt. Weil nicht, dass er einfach nur unnütz da rumhängt und nichts tut. Das wäre blöd. Ich will ja viel Überlappung haben. Das muss so. Es geht nicht darum, dass es gut aussieht oder so. Aber wir brauchen die Überlappungen. Wenn wir damit 250 Sachen durch ein dichtes Asteroidenfeld fliegen, dann wird dir ein Schild nicht reichen.
Ach so, warte mal, ist die Rakete wieder stuck hier, oder was? Ja, noch nicht genug drinne. Ach, egal, komm. So, egal. Wir haben auf jeden Fall das, was wir brauchen. Ich meine, warum sieht denn das hier oben bitte so bescheuert aus? Das ist schon so gewollt, ne? Also, das muss so. Ach ja, die Sache mit dem Strom. Da habe ich lange nicht drüber nachgedacht bei diesem Schiff hier. Ja, passt ja. Dann machen wir das hier drüben auch gleich. Genau. Wie mit Käse, nie genug. Ja, wenn es um Überbacken geht, ja, das stimmt. Ja, und hier, ja, da müssen wir auch noch einen hinbauen irgendwie. Mal gucken. Ach so. Ja, macht ja nichts. Sehen wir dann später. Jo, alles klar, Jan. Danke fürs Vorbeischauen. Genießt den Tag. Ach, warte, die Sache mit den Türmen. Stimmt. Dann nehmen wir mal die Mauer hier eben wieder weg. Genau, wir hatten einen Blockversatz drin, dann machen wir das hier genauso. Ah, ich bin mal gespannt, ne, ob das mit dem Platz nachher noch rausgeht. I don't know, bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ach so, ja, dann, oh, verdammt, Türme, true. Ja, okay, dann machen wir doch ein paar Flugmeilen, oder? Oh, wie ich gerade sehe, die ganzen Kataloge sind komplett vollgelaufen. Auch die Deep Space 4 Geschichten, krass. Ja, aber wie gesagt, wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen, so wie jetzt gerade, dann werden wir heute fertig mit dem Kram hier. Und wenn man das dann so betrachtet, dann brauchen wir auch nicht mehr forschen. Ich nehme mal das Teil hier weg. Mal gucken, ob das irgendwas bewirkt. Mal sehen. Die hundertprozentige. Ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt bei 100 dann irgendwann quasi aufhört. Oder ob der nicht schon bei 99,99 einfach sagt, nö, das reicht mir jetzt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Weiß ich auch nicht, ob wir das brauchen, ehrlich gesagt. Weil es ist eine Kiste, die Sachen von einem Planeten zu einer anderen Oberfläche teleportiert. Also, ja. Es ist eine geile Sache, wenn man jetzt nach dem Spielende dann quasi noch sich dazu entscheidet, weiterzumachen und mehr Ressourcen sammelt. Dann ist es ziemlich geil, glaube ich. Aber jetzt wo? Weiß ich nicht. Das hat irgendwie keinen tieferen Sinn mehr. Was wir auf jeden Fall noch testen, ist die Seuche. Und zwar auf Nauvis. So. Nee, Blueprint brauchen wir. Die anderen können wir wegschmeißen. Genau, dann nehmen wir da wieder die Kante mit. Dann wissen wir, wie weit wir müssen. Achso, halt, die Triebwerke müssen wieder raus, wie eben auch.
Ja, hatte ich gesagt. Meinungen ändern sich. Weil es ergibt keinen Sinn mehr. Es ist wie gesagt eine Teleportkiste. Für die, die Minecraft spielen, ist eine Ender-Chest. Mehr oder weniger. So. Genug gespoilert für heute. Da geht das nicht, ne? Aber hier geht das. Warte. Nee, das geht nur von drin nach draußen. Wie frech ist das denn? Krass. Na gut, ist egal. Wir kommen ja auch hier oben rein. Da, wo ich auch eigentlich rein wollte. So, was sagt er? Ah, verdammt. Ja, das sind die ganzen Türme und Co. wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch? Wir haben... Es sind eigentlich zu viele leere Kacheln tatsächlich. Dann müssen wir hier doch noch ein Loch reinbauen. Ob wir da alles mit rauskriegen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müssen wir gucken. Weil das ist doch schon relativ viel oben drüber dann. Ja, gut, vielleicht. Ja, das ist die immense Menge an Türmen, die damit rumsteht, ne? Die türmen sich da quasi auf. Okay, das ist sinnlos hier. Upsi. Genau, aber diesen Part hier können wir rausnehmen. Warte, den hier auch. Ja, da ist noch einer über. Naja, in Bezug auf die Anzahl der Triebwerke hatten wir mit der hintereinander gestackten Variante sogar mehr Möglichkeiten. Aber egal. Hätte ich nicht erwartet. Und das ist nämlich der Punkt, ne? Weil man unterschätzt das ganz gerne, dass die Sachen eben halt auch wahnsinnig viel Platz brauchen. Und mit der hintereinander gestackten Variante entfallen die ganzen Türme, also die Masse der Türme halt, ne? Ja, oder wir forschen nochmal. Warte, pass auf. Sind ja nur, wie viel? Ach, nur 32.000, na dann. Ha. Ja, dauert nur ein bisschen, ne? 5 Stunden 30? Ja, cool, das kriegen wir hin. Wir haben hier noch relativ viele Eye-Slots. Nur mal so Interesse halber testen, ob das irgendwas Dolles bewirkt hier. Ah, in dem Fall sind wir sogar schon drüber, okay. Gut, dann kommen die wieder weg. Warte, den hier können wir da lassen. Also in der Hinsicht bin ich fast schon wieder für die Variante, hey, wir stacken die Antriebe hintereinander, weil das hier braucht wesentlich mehr Hull Stress als die andere Variante. Hätte ich nicht erwartet tatsächlich, obwohl eigentlich schon. Ja, eigentlich hätte ich das schon erwartet, weil wir hier massig mehr Platz brauchen für Schilde und Laser. Yep. Ich denke, das machen wir auch. Ist zwar ein bisschen blöd, aber egal. Steckst du halt nicht drin. Ja, die Sache hier, die Variante ist wesentlich verschwenderischer. Komm, weg damit. War eine Fehlentscheidung. Ist halt so, passiert. Wir haben jetzt hier auf der Seite 5er. Das ist eigentlich eine ganz gute Aufteilung, glaube ich. Also, dann machen wir hier noch ein paar Türme mit rein. Da kommt der entsprechende Tunnel mit dazu. Ach, warte mal. Genau, wir machen das so. Genau, und hier drüben canceln wir den ganzen Quatsch auch wieder. Weil das braucht einfach zu viel Integrität. Da hatte ich schon... Ja, eigentlich habe ich nicht damit... Doch, ich habe damit gerechnet, wegen den ganzen Türmen und Lasern. Türmen und Schilden. Aber es wäre die coolere Variante gewesen. Obwohl ich die hintereinander gestackte Geschichte auch nicht so schlecht finde. Da ist noch ein Triebwerk zu viel, naja.
Auch wenn wir das wahrscheinlich nicht brauchen, kriegt er hier trotzdem sein Betankungsrohr mit rein. So, und dann blueprinten wir das hier nochmal. Vielleicht sogar ohne Tanks gleich. Ja. Ach, lass die mal stehen. Ist schon okay. Das sollte gehen. Jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen jetzt relativ viel Abstand nach unten. Oh, das war vielleicht sogar zu viel. Aber mal gucken. Ach, ich habe die Kacheln vergessen. Wait. Das hier kann weg. Warte, der kann auch weg. Aber das ist gut, weil dann können wir die Stromleitung wenigstens noch eben weglassen. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Ich habe keine Ahnung, welchen Anschlusspunkt wir da haben. Warte, wir machen das nochmal. Oh, da fehlen auf jeden Fall ein paar Rohre. Was ist mit den... Achso, das sind die Tore, die brauchen wir da nicht. Yep. Da fehlen auch die Rohre. Oh, hier fehlt sogar die Connection. Achso, genau, hier müssen wir gleich mal eben schauen. Ja, warte. Wegen den Rohr-Connections und so weiter. Weil die möchten nämlich gerne noch da oben irgendwie hin. Aber das tunneln wir wieder ganz stumpf, ehrlich gesagt. Ups. Ich möchte keinen Tipp haben. Trotzdem danke. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit den Arkosphären. Wenn ich da Hilfe brauche, dann suche ich sie mir. Obwohl da eigentlich nur der eine ausschlaggebende Punkt mit dem Mittelwert quasi gefehlt hatte. Und wir kriegen das hier auch genauso hin. Wie gesagt, ich habe keinen Spaß daran, mir Sachen irgendwo herzusaugen. So als fertige Blueprints vor allem. Deswegen machen wir das selber. Weil, sonst braucht das Spiel ja nicht spielen, ne? Die Frage ist, ob wir genügend Abstand gelassen haben. Werden wir sehen. Okay, das reicht noch nicht. Ich habe nicht ganz genau hingeguckt. Warte. Ah, ja, wir haben die 82 wieder. Lol. Ja, mal sehen. Wir werden erstmal gucken, was die Geschwindigkeit sagt. Ach so, wir könnten hier auch noch Integrität sparen. Also zwischen den Rohren quasi. Also wir haben noch mehrere Punkte, wo wir das machen können. Oh. Strom. Warte. Das kann nichts werden hier.
Der hier reicht sogar gerade so. Cool. Okay, der beschleunigt aber jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen. Okay. Jep, 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 jep. Nee. Oder? Nee, kann er nicht. Nee, nee, nee. Ich will den ja nicht weiterbauen. Aber die 6 Tanks, die wir hier haben, die reichen dicke. Wir haben ja schon 184. Und der steigt noch ein bisschen weiter. Das heißt, wenn wir die ganzen Triebwerke auf 100% kriegen, also den Abstand noch ein bisschen vergrößern, dann sollten wir eigentlich immer noch hier im Rahmen sein, gerade so. Erstmal umdrehen hier. Aber dann sollten wir zumindest schon mal an der 200er Marke irgendwie kratzen. Ja, und dann müssen wir hier und da noch ein bisschen Platz irgendwie zusammensparen. Wir können auch hier die innenliegenden Mauern abreißen und den Fußboden außen rausnehmen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die wir jetzt mal langsam in Angriff nehmen sollten. Ja, verteidigungsmäßig haben wir noch kein Problem. Aber es ist ja auch nur ein ganz normaler Bereich hier, spärlich, ne? Das müssen wir dann mal schauen. Moin, Übertoppt. Willkommen. Wir spielen Space Exploration. Da, ja. So, was machen die Tanks hier? Ja, müssen wir bald mal wieder auftanken. Genau, also wie gesagt, wir schieben den ganzen Kram noch ein bisschen nach hinten, bevor wir das tun. Warte mal, wir haben jetzt 3917. Mal ernsthaft, wie viel haben wir davon? Immer ein Punkt, wow. Das sind aber nachher die Punkte, die fehlen. Warte, das machen wir jetzt überall eben. Kennt er jetzt jedes Mal wieder? Okay, ja, von mir aus. FPS ankappen. Die Frage ist, was für einen Sinn hat das bei Factorio? Gar keinen. Außerdem ist es angenehmer, wenn FPS und UPS bei 60 sind. Weil dann ist es wenigstens, ne, vernünftig. Grob gesagt, die Spielgeschwindigkeit. Das andere liefert Pakete aus. Na gut, dann lassen wir das so. So, wir wollten eigentlich den Abstand hier noch ein bisschen vergrößern, ne? Ausrufezeichen PC musst du runterscrollen. So, pass auf, wir brauchen erstmal... Stimmt, der hat ein Gesicht. True. Sehr gut, das lassen wir genauso.
Jo, wie gehabt. Einmal alles weg. Ach ja, Die wollen ihre Kiste wieder haben, ne? Ja. Ja, vor ungefähr einem Jahr und bald 2 Monaten, ja, genau. Einfach Pi mal Daumen, mal gucken, was es bringt. Ja, mein Headset ist wirklich räudig, ja, aber das tut seinen Zweck. Spricht für die Marke, wenn es wenigstens so lange hält, denke ich mal in dem Fall. Ach ja, was ich eben noch sagen wollte, ne? Wir können hier Platz sparen übrigens. Ich denke, ich brauche auch mehr Abstand, ja. Aber es müssen ja auch nicht 200 sein. 100% meine ich. Da hast du recht, Triggerfinger. Also die Speichervorgänge, die wären auf jeden Fall grauenvoll gewesen. Ja, definitiv. Ohne M2 kannst du knicken. Bei dem Umfang, den wir hier von der, ja, Spielfläche, sag ich mal, erreicht haben. Boah, nee. Das wäre ohne SSD, ohne M2 wäre das, ja. Wahrscheinlich mit der SSD auch okay, aber ich habe Factorio halt auf die M2 geschmissen. Das war, glaube ich, eine gute Idee. So. Warum sind die nicht verbunden? Ich habe die doch gerade ange... Ach, egal. Wie viel haben die noch drinne? Nichts, weil sie leer waren. Na, okay, dann machen wir das so. Stimmt, das hatte wenigstens gepasst. Naja, gut. Ja, sind wir relativ gut am Limit, ne? Genau, aber wir müssen mal eben gucken, dass wir hier Gedöns reinleiten. Hier könnten wir übrigens auch noch Triebwerke einbauen. Ich habe 34 von diesem komischen Zeug dabei. Warte. Verdammt. Ach, wir hätten es auch anders machen können. Moment, das kriege ich hin. Scheißegal. Hauptsache, ich kann hier noch irgendwo so ein Ding mit einbauen. Warte. Wird nicht überall gehen. Lass mich überraschen, wo nicht. Okay, ich mach's selber. Genau, bei dem hier. Richtig. Müsste ich einfach mal blueprinten, das Ding hier, ne? Ach, ist egal. Warte. Das geht, dann machen wir das so. Ich bin gerade zu faul, den Fußboden davon da unten zu holen. War klar, ne? Dann machen wir das so. Warte mal, kriegen wir... Das ist gar nicht so schlecht, weil wir kriegen noch eine Pumpe da rein. Stimmt. Ohne Strom. Naja, egal. Auch das kriegen wir gleich noch hin. Er versucht schon wieder eine Verbindung zum Schiff herzustellen. Das werden wir gleich mal eben verhindern. Ach, zu dem. Nicht zu... Na, egal. Wir haben das Thema mit den Stromleitungen haben wir schon oft genug gehabt.
Das brauchen wir nicht wieder breittreten hier. So, Tanks füllen sich auf. Das ist schon mal gut. Achso, genau. Ich wollte gucken, ob wir noch irgendwo Dinge sparen können. Warte. Wie viele Triebwerke haben wir jetzt? 20. Also, da müssen auf jeden Fall noch mehr ran. Nur wie viele, weiß ich nicht genau. Das müssen wir dann schauen. In solche Sachen ist halt Kleinkram, ne? Aber könnte man tatsächlich langsam mal machen. Denn wir müssen da so viel sparen, wie es irgendwie geht. Das ist der Punkt. Ja, genau. Unten in der Mitte. Genau. Richtig. Aber nicht jetzt. Ich will das gleich erstmal testen. Und wie gesagt, das ist nicht tragisch, wenn die nicht alle ihre 100% haben. Wäre praktisch, wäre cool, aber wenn nicht, dann nicht. Und zur Not warten wir halt kurz die 5 Stunden, bis die Forschung durch ist. Vorausgesetzt, die läuft überhaupt durch. Ich glaube nämlich nicht. So. Da hat sich ja gar nichts geändert. Ach, dann nicht. Okay. Wie viel Eis ist denn da noch drin? Oh, genug. Davon haben wir auch noch welche. Ja, passt, okay. Ja, pass auf, dann würde ich sagen, wir machen da nochmal eine Runde. Zum Testen. Moin Knight, willkommen. Ja, 85 immerhin. Ja, dann würde ich sagen, wir bauen da gleich noch eine Stegverlängerung ein und in dem Bereich unten Mitte, wie eben schon angesprochen, kommen auf jeden Fall noch 2 Triebwerke rein. Weil viel mehr Variationsmöglichkeit haben wir nicht, weil da müssen wir gleich erstmal gucken, ob wir nicht irgendwo noch, keine Ahnung, irgendwie Platz freimachen können oder irgendwas. Aber viele Möglichkeiten haben wir da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt. Na, so ein paar noch. Mal gucken. Gut. Es kann natürlich auch sein, dass wir mit dem Aufbau hier komplett in die Sackgasse laufen, ne? Das glaube ich klar. Oder sollte klar sein. Über 200. Wir brauchen 250. Weil das Spiel dann vorbei ist. Und das brauchen wir 5 Minuten lang in allen möglichen Asteroidenfeldern. Und das ist eher das Problem nachher. Ist ein Argument, Pitli, aber ich bin froh, wenn es vorbei ist, ehrlich gesagt. Reicht mir. Nee, Quatsch. Also, ich habe nicht die Intention, hier noch großartig irgendwelche Dinge hochzuskalieren und mehr zu machen oder sowas. Das entfällt definitiv. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, wenn das rum ist. Weil langsam reicht's. So, wir gehen. Warte. Nee. Sind die mit drin oder nicht? Nee, sind sie nicht. So machen wir das. Genau. Mit Kacheln haben wir dabei.
Hä? Ja, dann haben wir diesen richtigen Anschlusspunkt dabei. Okay, gut. Dann weg damit. Ja, da geht ein bisschen Antimaterie bei drauf, aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Wir hätten die Tanks auch alle oben lassen können, aber ist mir Wumpe. Also, glaube ich zumindest. Warte mal. Ja, ist auch genug da. Noch. Genau, das Stückchen hier, das müsste noch mit raus. Das war eins zu viel. Ja, hier müssen wir leider alles blueprinten, weil Fußbodenkacheln und so weiter dabei sind. Das nervt ein bisschen. Jo. Und das könnte jetzt tatsächlich sogar schon knapp werden vom Platzbedarf her. Ja, dachte ich mir. Krass, das sind eigentlich nur so ein paar Blöcke, die dazugekommen sind, ne? Die machen sau viel aus. So, was ist hier mit diesen Mauern? Wir haben noch... Achso, erstmal muss die Kiste hier raus. Ist, glaube ich, klar, ne? Die macht aber nur Behälterbelastung. Daher ändert sich da nicht viel. Genau, wir haben... Ach so, das wusste ich gar nicht. Langes Schiff ist ein Modifier. Der ist neu. Ach, scheiße. Wir sind aber, also nur Fun Fact am Rande, wir sind trotzdem unter dem Wert, den wir hatten, als wir in die Breite gebaut haben. Weil da waren wir bei... 4.1 irgendwas, glaube ich, ne? Oder 4.2 sogar schon? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das ist immer noch die sparsamere Variante in dem Fall. Krass. So. Die Frage ist, in welche Richtung müssen wir? Okay, das ist zu viel. Pass auf, dann nehmen wir das hier raus. Wir nehmen diese hier raus. Moin, Akidash, willkommen. Witzig 44. Ja, wir haben relativ viele Sinnlosmauern hier drin, aber am Anfang hatten wir die gebraucht, ja, deswegen waren die, oder sind die halt da. So. Die Doppelmauer vorne würde ich ehrlich gesagt lieber da lassen. Was wir noch machen könnten... Vielleicht ein Mini-Loch hier oder so. Lohnt sich das überhaupt? Eigentlich nicht, ne? Aber wir können mal testen, was es bringt. Oh, wird sogar schlechter. Okay, alles klar.
Das geht bis zu einem gewissen Punkt, geht das, Farlo. Und danach eben nicht mehr. Das ist so eine Ausgewogenheit. Du brauchst ein bisschen freien Fußboden, ein paar Mauern. Aber nie von allem alles. Das ist nachher das Problem dann. Problem ist, glaube ich, auch, dass die Hohlräume nicht immer unbedingt besser sind, ne? Bringt das überhaupt noch was? Mhm. Ja, die Augen müssen wieder weg. Stimmt. Hast du recht. Nee. Ich glaube fast nicht. Wir testen das mal. Also wir sind jetzt auf jeden Fall wieder drüber. Über diesen Punkt. Testen wir mit einem. Nee, das ist Quatsch. So, 40:33. Der hier neben der Konsole, gleiches Ergebnis wie da. Was wir eigentlich machen könnten, sollten, müssten. Also im Grunde genommen würde es gehen. Wir haben nur das Problem, dass wir diesen lange Schiff-Modifier haben. Ich wusste aber auch ehrlich gesagt nicht, dass es den gibt. Da müssen wir nochmal alles abreißen, glaube ich. Weil da war ich nicht drauf vorbereitet. Ocknotz, nochmal Frage am Rande. Warum haben wir das Zeug denn nach unten geschoben? Also das hier meine ich. Wir brauchen ja den Abstand. Moin Peter, willkommen. Wenn die nebeneinander sind, haben die keine 100%. Also manche, das ist irgendwie total merkwürdig. Die brauchen irgendwie einen Versatz drinne. Anscheinend. Vielleicht brauchen wir die ja gar nicht, ne? Klar. Wenn man die rausnimmt, die machen eigentlich gar nichts aus, ne? Genau, weil es nur stumpf um den Platz geht. Ja, knappe Geschichte. Also ich werde halt nicht schlau daraus, ab wann Mauern sinnvoll sind und ab wann mehr Fußboden sinnvoll ist. Das ist so ein Ding, das raff ich ehrlich gesagt nicht. Wenn wir jetzt mal das rausnehmen und dafür hier Fußboden reinbauen, dann haben wir das gegenteilige Ergebnis wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das ist super merkwürdig. Keine Ahnung. Den einen hochschieben? Können wir machen. Ja, das ist aber auch gewollt, Farlo, dass man da so am Struggeln sein soll. Aber das können wir tatsächlich machen hier. Ja, das ist gewollt, ne? Also... Das soll nicht so sein, dass man einfach stumpf weiter forscht und der Kram dann einfacher wird. Ich meine, zu gewissen Teilen wird es dann einfacher. Aber das ist einfach Tatsache.
Geht schneller, wenn man sie abreißt, glaube ich. Na klar, wie immer. Warum ist das jetzt wieder mehr geworden, obwohl wir weniger in Anspruch nehmen? Okay. Ich mach das hier drüben trotzdem mal. Das ist ja komisch. Ja, das wird mehr, obwohl wir weniger Platz in Anspruch nehmen. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Brauchen wir jetzt wieder mehr Mauern, oder wieso? Nee. Hä? Also, es erzieht sich irgendwie meinem Verständnis, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ah, okay. Keine Ahnung. Also, wenn man rausfinden könnte, wie viele Mauern und Fußböden man bräuchte, das wäre richtig cool. Aber das ist leider irgendwie, weiß ich nicht. Sehe ich nicht durch. 4005. So. Genau, was wir generell auch noch machen können. Warte mal, wenn wir das wieder verkleinern. Also wir könnten die Tanks in der Theorie auch hier mit hinsetzen. Also hier quasi. Dann könnten wir hier noch ein bisschen rausholen. Genauso wie wir generell auch die Turbinen hätten noch zusammenschieben können, aber das wird den Brei hier nicht fett machen. Ja, Stylehack, das größere Loch bringt ja nicht immer was. Das haben wir doch eben gerade schon festgestellt. Und ob ich die jetzt nebeneinander stelle oder untereinander, der entsprechende Platz, der hier entsteht, ist doch der gleiche. Ich sehe das wieder mehr. Das ist komplett verwirrend. Also bauen wir mehr Mauern jetzt rein, oder wie? Ach so, okay, wir sind genau an dem Breakpoint gerade. Deswegen vielleicht. Okay, warte, pass auf. Wir nehmen eben diese Tanks hier temporär raus. Schließen das so an. Und schmeißen hier noch Dinge weg. Upsi, das nicht. Wow. Beiden oberen Tanks. Nee, wir haben jetzt die weggenommen. Ist ja egal. Ändert ja nichts. Gut, aber ich denke trotzdem, dass wir die entsprechende Geschwindigkeit damit noch nicht erreichen werden. Haben wir überhaupt noch genügend Stuff hier mit dabei? Ja, ne? Die Tanks waren ja voll. Nee, waren sie nicht. Ach so. Stimmt. Aber wir haben noch genügend drin, oder? Ja, komm. Wird schon gehen. Wobei, bevor wir beim Docking nachher wieder ein Problem haben. Hallo? Ah. Scheiße. Ich kann nicht sehen, wo wir andocken.
das Fußboden weg. Egal, pass auf. Wir machen das so und ich schließe das Rohr einfach wieder an. Vielleicht sollten wir doch einen Anker mit einbauen. Ey, guck mal, da ist Fußboden. Genau, ich gehe mal schnell Fußboden organisieren. Das ist halt der Nachteil, ne? Man kann halt einfach nicht sehen, wo dieser komische Punkt ist. Weil das Schiff zu lang. Aber zwei Tanks werden nicht reichen. So. Achso, warte, wir können auch in den unteren ran, nicht Depp. Stimmt. True, da war ja was. Aber egal, dann sind wir wenigstens flexibel. Nee, der hier reicht. Hier, gleiches Spiel, ne? Verbindung zum Schiff machen wir nicht. Also um dieses lange Schiffproblem zu umgehen, müsste man theoretisch die Generatoren anders anordnen. Also im Querformat quasi. Weil ich denke nicht, dass wir damit hier zum Ziel kommen. Aber mal gucken. Wir machen auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Testflug. Ja, ich hasse diese Türen, ne? Ich komme da nicht rein. Das ist der Wahnsinn. Ah, jetzt. Wow. Wie gesagt, die Sache mit dem Fußboden hier sackt halt, ne? So. Was haben wir jetzt? Ah, reicht. Ja. Ah. Dauert übel zu lange bei dem Schiff irgendwie. 89. Also, wir werden mit der Variante nicht weit kommen. Wir brauchen die Betankung nicht oben machen. Ich will jetzt nur mal gucken, was da geschwindigkeitstechnisch geht. Bei dem nächsten Schritt, den wir machen, das ganze Schiff abzureißen und nochmal neu anzufangen, weil das wird hier nicht funktionieren. Wie gesagt, das ganze Problem ist eigentlich entstanden, weil ich nicht wusste, dass hier lange Schiff tatsächlich Negativpunkte gibt. Und aus irgendwelchen Gründen ist der Wert irgendwie jetzt anders. Sogar höher sogar noch. Ich habe doch nichts hinten dran gebaut. Ach, egal. Ja, das ist so das Ding. Und die 70 Punkte da, die machen da schon einiges aus. Ne, wir bauen das dann tatsächlich etwas breiter. Aber nicht zu breit. Ja, 188. Ich meine, das ist okay. Ach so. Ja, immerhin. Warum nicht? Das ist nicht verkehrt, was wir hier tun. Nur, wir müssen den Kram ein bisschen anders aufziehen.
Ich meine, jetzt wissen wir wenigstens ungefähr, woran wir sind. Ne? Ich habe das vorher auch anders eingeschätzt. Ja, normalerweise hätte ich gedacht, es gibt für die Länge einen Bonus, aber scheint hier anders zu sein. Jupp. Naja, so viel breiter wird es nicht. Sagen wir so eine Turbinenbreite, vielleicht zwei Turbinenbreiten pro Seite mit dran. Das ist ja nicht so, dass es halt hier so super lang wird, so wie das hier. Oder super breit in dem Fall. Ist eigentlich egal, wo das Ding steht, ne? Ja. Ah. Genau, die Typen können das alles in so einen Frachtcontainer reinschmeißen, denke ich. Ja, mach mal ruhig so ein Ding hier. Oh. Genau, Strom wäre auch geil. Wir müssen irgendwo zwischen 27 und 30 Triebwerke nachher haben, ja? Genau. Ach so, da unten ist kein Roboport. Na, egal, dann machen wir das halt selber. Ich meine, klar, wir können jetzt auch stumpf warten, bis die Forschung durch ist, aber nö. Ich will nochmal ein anderes Layout testen. Machen erst die rechte Hälfte, weil dann haben wir das Problem mit den Roboports nicht. Nee, also nochmal, 27 bis 30 Triebwerke brauchen wir. Hätte mir Bots holen sollen. Na egal. Ist ja gleich fertig, ne? Genau. Genau, den Stuff hier können wir da auch erstmal reinschmeißen. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach ein bisschen rumexperimentieren, ne? Wäre auch zu einfach, wenn das beim ersten Mal klappen würde, ne? Ich gehe noch Bots holen, das dauert mir zu lange. Warte, haben wir nicht irgendwo noch welche rumfliegen? Nee, hier auf jeden Fall nicht. Stimmt. Ah, wir haben gerade eh Steinüberfluss. Das regeln wir eben schnell. War das schnell gelöst, das Problem? Warte. So. Genau, 50 haben wir bekommen, aber ich würde, glaube ich, gerne ein paar mehr mitnehmen. Genau.
Die Sache ist die, ich glaube, ich würde tatsächlich mal mit dem Antrieb anfangen zu bauen, weil wenn wir da 27 Triebwerke hinschmeißen oder sagen wir zur Sicherheit 30, dann wissen wir zumindest schon mal, wie breit das Ding wird. Bei dem hier haben wir jetzt ja vorher mit dem Generatorpart angefangen. Das war vielleicht auch nicht ganz blöd. Aber ich würde das mal einfach machen wollen. Aber vorher muss der Kram hier weg. Stimmt, die Sache mit dem Eis hatte ich auch vergessen. Na gut, aber die können wir bestimmt irgendwie da wieder loswerden, genau. Vielleicht sollten wir das schon mal mit der Kiste hier auch machen. Ja. Warte mal, ich habe noch eine andere Idee gerade. Genau, da können Sie sicherlich den Treibstoffkram entsorgen. Mehr oder weniger. Sollte dann hier alles passen, mal gucken. Ach so, und der hier braucht noch Strom vielleicht, ne? Ja. Die heizen gerade unnötig die Brennstoffzellen durch. Das ist nicht so schlimm, aber lässt sich vermeiden. Ach fuck, die leeren Datenkarten sind ja auch noch drin. Holy shit. Ah ja, scheiße. Warte, Logistikroboter sind hier. Warte. Sind hier drin, ja. Ich pack die da auch einfach mit rein, ist egal. Einfach alles rein da. Völlig egal. Jo, und der ist wieder vollgelaufen. Also antimateriemäßig haben wir da nicht so die Probleme momentan. Obwohl wir da eben schon relativ viel weggeschmissen haben von dem Zeug. Aber ja gut, ist dann halt so. Bringen die das nicht hier hin? Genau, einfach rein in den Schrank damit. Moin Ulderin, willkommen.
Also ich würde einfach mal stumpf von 30 Triebwerken ausgehen. Mal 15 in jede Richtung quasi. Aber dafür brauchen wir gleich erstmal noch einen, ja, neuen Fußboden erstmal. Und warum sind hier teilweise Fußböden nicht zum Abriss mit? Ach, weil die Mauern da drauf standen. True, okay. So nach 800 Stunden, würde ich sagen, ist geil. Und ich finde es tatsächlich gut, dass nicht alles immer beim ersten Versuch klappt, weil, keine Ahnung, so ein bisschen herausfordernd soll das ja auch sein. Das ist aber schon länger her, das ist ja, warte mal, wann haben wir damit angefangen? August letzten Jahres, glaube ich, ja. Irgendwie so. Genau, wir sollten ein bisschen Platz lassen, wobei das eigentlich auch relativ egal ist. Genau, jetzt mal angenommen, wir packen die beiden einfach so hier hin. Dann wäre das sogar mit einer Konsole einigermaßen symmetrisch. Jupp. Nee, danach werden wir ein Vanilla-Projekt machen. Ganz entspannt. So ein Megabase-Ding. Keine Ahnung, wie 10.000 SPM oder so. Mal gucken. Je nachdem. Irgendwas zwischen 5 und 10.000. Sagen wir es so. Oh, da fehlt noch ein Block. Eigentlich nicht. Naja, ist egal. So, ich würde dann von dem... warte, dazu muss die Kante hier weg. Genau, dann machen wir von dem Step hier einfach ein Blueprint. Mit Kacheln. Ja, den Überschuss schmeißen wir nachher weg. Passt schon. So, Nummer 3. Achso, das wäre Nummer 4. Nummer 6. Bei 8. Passt gar nicht. 9. 10. 11. Ja, könnte gehen. 12. 13, aber gerade so. 14 und 15. Genau, den restlichen Kram, warte mal. Da sind die, genau. Ich nehme mal das hier eben weg, das Ding. Ach, ich hab... das ist so eine Scheiße mit diesen Turbinen, ne? Da krieg ich die Krise bei solchen Sachen. Wahnsinn, pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt erstmal nur... nee, das können wir löschen. Das können wir löschen. Nee, jetzt habe ich es. Genau, wir nehmen einfach die Turbinen da raus. Keine Ahnung, ist super nervig. Warum kann man das nicht? Die sind doch alle symmetrisch hier, ne? Aber kann man nicht spiegeln. Ja, leck mich am Arsch. Egal. So, dann machen wir das nämlich so. Und ich habe keine Ahnung... Es müsste da sein. Vielleicht. Mal sehen. Vielleicht auch nicht. Gut. Die Rohre? Achso, die können wir noch eben platzieren, genau. So, dann müssten... Nee, müssten nicht. Das war die Anzahl, die wir eben versucht hatten. Genau. Ja, dann holen wir noch ein paar, ne? Also wie gesagt, wenn ich das grob überschlagen würde, müssten 28 Triebwerke reichen. Wir machen jetzt 30. Und dann gucken wir, ob es geht oder nicht.
Ja, eben Dinge nachfüllen lassen hier. Moin, Menex, willkommen. Ja, und das ist nur ein ganz kleines Ding. Man muss sich halt nur die Friday Effects mal angucken. Das ist einfach grandios, was die da zusammenbasteln. Sind Dinge vollgelaufen, ja? Nicht unbedingt. Naja, wird schon gehen. Ach so, warte mal. Ah. Oh. Ach, ganz ehrlich, ne? Weg damit. Das brauche ich keine Sau. So, die Außenbereiche, auch wenn wir nicht beide Sachen brauchen oder beide Seiten brauchen, packen wir da so einen Tunnel mit hin. Genau. Ja, es geht wieder um Trains. Bis zur blauen Forschung 120 verschiedene Zwischenprodukte. Ja, genau. Deswegen würde ich damit gar nicht erst anfangen. Richtig Style-Hack. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Ne, dass wir die Generatoren jetzt nämlich quasi horizontal bauen. Exakt. Gut aufgepasst. Wie viel wir auch immer nachher vom Platz brauchen, aber ich mache doch noch mal so eine, ja, so eine Reihe oben drüber. Ach, war ja klar, ne? Aber wir sollten noch was haben, richtig. So. Tanks. Aber die eigentlich da sind. So, den Nexus bräuchte ich gleich auch. Dann die Generatoren, die Turbinen. Wärmeleitung. Das Zeug hier noch. Und diese da. Ach, hätten wir sowieso dabei. Ach, egal. Ja, bei den Tanks müssen wir gucken. Die würde ich irgendwo einigermaßen verstecken. Keine Ahnung, dass sie hier also nicht über diese Kante hinauskommen, sondern, keine Ahnung, irgendwo hier zwischen mit drinne hängen oder so. Ja, das ist relativ Wumpe dann in dem Fall. Auf welcher Höhe das auch immer jetzt war, I don't know. Vielleicht da so. Vielleicht auch da. Ach ja, wir können. Ach, egal, komm. Ich lasse das mal so stehen, das wird schon passen, na klar. Genau. Genau, die Antimaterie-Geschichte. Nee. Ja, wir brauchen noch etwas Abstand dazu. Warte mal, noch besser. Nee, es reicht sogar. Yep, 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 yep. Ja, yep, yep, yep. Das funktioniert auf jeden Fall. Ach so, ich bin blöd, ne? Das ist immer das Problem, wenn man so ein Dreier-Layout hat oder ein Sechser-Layout, dann ist es irgendwie immer verwirrend. Wir brauchen natürlich nur diesen einen hier. So. Ja, wir können die Greifer aber schon wieder zuschmeißen.
So, und jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir... Also wir brauchen auf jeder Seite dann quasi 6 von denen hier. Ne, 8, genau. Für jeweils 4 von diesen Generatoren. Ach so, das sind die Dinger. Ja, okay. Kriegen wir das vielleicht? Ne, wir müssen sowieso... Wobei, da ist ja genau der Wasseranschluss, ne? Das heißt, wenn wir hier runtergehen, da kriegen wir ein Problem mit dem Rohr da unten. Es sei denn, wir gehen von unten rein, aber ich brauche trotzdem den Abstand hier. Ja, genau. Und wir brauchen trotzdem hier in der Mitte ein bisschen Platz, damit wir die Sache mit der Betankung machen können, also mit dem Wasseranschluss. Dafür brauchen wir diesen Kollegen hier. Genau, einmal hier. Und das gleiche dann hier quasi nochmal nachher, ne? Müssen wir mal schauen, ob das nachher mit dem Platz hinhaut. Auf jeden Fall würde hier eine Kiste hinkommen, die Eis anfordert. Ja, wir sollten... Ja, wir müssen eigentlich den Zwischentank dahin bauen. Geht nicht ohne, das ist das Problem. Ja. Aber in dem Fall... Warte mal. Ich hole mal eben die... 2x2 Anforderungskisten. Ich glaube, das ist da die angenehmere Variante. Und dann können wir nicht gleich mal eben ein kurzes Päuschen machen, weil ich brauche eh was Neues zu trinken. Das wäre nicht schlecht. Ne, pass auf, dann nehmen wir von denen hier, genau, die Strong Boxes noch mit. Wow. In der ganzen Zeit ganze 7 von diesen Dingern hier verbraucht. Lebenserhaltung. Das schon nicht ohne mit diesem besseren Lebenserhaltungssystem. Und das geht sogar noch besser. Jo, okay, pass auf. Dann machen wir eben einen kurzen Break. Ich mache was Neues zu trinken. Und dann machen wir mit dem 2. Versuch vom Raumschiff weiter. Und ja, mal gucken, ob das was taugt oder nicht. Werden wir sehen. In dem Sinne, bis gleich.